Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das letzte Turnier FMA von diesem Jahr. Und zwar ist heute unser Turnierabschluss bei uns im Heimstall in Linkenheim. Und ich habe heute ein bisschen was anderes an. Eine blaue Bluse, weil der Daily und ich feiern heute unsere Springpremiere. Wir haben kurzerhand entschlossen, hier mal einen E-Spring zu reiten. Also gleich mal vorneweg, der Daily ist kein großes Springtalent. Er hat einen riesen Spaß dran, aber er ist kein großes Talent. Ich denke mal, wir werden ein paar Stangen haben im Parcours, aber ich nehme das einfach mal aus Spaß mit und bin gespannt, wie er es macht heute. Und dann haben wir morgen noch eine Dressurpferde-L, das ist dann unsere letzte Dressurpferde-L überhaupt, und am Samstag noch eine Dressurreiter-L. Ich nehme euch dann die nächsten Tage mit. We are two wanderers at dawn. Of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I find your wind, I'm preaching you my church. I'm here, and you're my ear, I'm your eye. And no one is right, or this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. So, ich habe total vergessen zu filmen, weil es dann doch irgendwie alles drunter und drüber ging. Also mit dem E-Springen war ich richtig, richtig zufrieden. Es fiel keine Stange. Wir hatten dann eine Note von 6,7. Ich denke, das ist auch ganz okay. Ich kam halt nicht immer mit, weil er gerne einfach auf groß abspringt. Und ich möchte dann gerne noch einen reinmachen, aber er möchte keinen mehr reinmachen. Aber nee, ich bin mega stolz auf ihn. Er hat das so gut gemacht. Und ich finde, man sieht auch richtig, wie es ihm riesig Spaß macht. Und vielleicht gehen wir nächstes Jahr dann doch vielleicht das ein oder andere E-Springen oder vielleicht auch mal einen A-Springen. Weil er springt wirklich alles, wenn man ihn drauf zulenkt, und macht echt riesig Spaß und deshalb Ziel erfüllt. Jetzt ist schon wieder ein neuer Tag, weil ich eben gestern dann vergessen habe zu filmen, und heute ist meine Dressurpferde-L. Wir sind jetzt gerade schon am Fertigmachen und ich ziehe mich jetzt gleich an und dann geht's los zum Abreiten. To wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I find your way. I'm preaching you my church. I'm here, and you're my ear, I'm your eye. And no one is right. Oh, this world is so blind. Feel no doubts in your eyes. You said always, and we run in there.
You said yes, I said always, and we run and dance. I'm a water, you're a wave, I'm a player, you're my prize. I'm a ghost, you're a house, you're my body, I'm your glass. And no one is right, all this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. We run and dance. Zweiten Platz belegte Kopfnummer 449, Daily Pleasure, vorgestellt von Miriam Sternfloh mit einer Kopfwertnote von 7,5. Ich bin jetzt gerade unsere letzte Dressurpferde-L überhaupt geritten und der Daily war heute richtig, richtig, richtig gut drauf und schon beim Abreiten habe ich gedacht, oh, so nicht gut lief der schon ewig nicht mehr. Der war richtig locker, wahrscheinlich hat ihm das Springen gestern gut getan und auch in der Prüfung war er echt gut bei mir und hat sich gut reiten lassen. Also die Runde hat mega Spaß gemacht und ich war auch echt super zufrieden. Ja, ich kann eigentlich jetzt gerade gar nicht so sagen, mit was ich nicht zufrieden war, weil ich war eigentlich so mit allem ungefähr recht gut zufrieden. Genau, die Teilnoten waren auch sehr, sehr gut dann tatsächlich. Für den Schritt haben wir eine 8,5 bekommen, also richtig, richtig gut. Dann haben wir für Galopp 7,5. Ja. Ja. Für den Trab 7,0. Mhm. Für Durchlässigkeit 7,0, was mich sehr, sehr freut, weil er ist ja manchmal nicht so der Durchlässigste. Und ich glaube, Gesamteindruck auch 7,5 ja, oder so. Also insgesamt gab es da eine Note von 7,5. Genau, habe ich schon gesagt. Und ja, also das ist unsere beste Note in der Dressurpferde L. Und ich glaube, damit können wir sehr, sehr glücklich sein. Wir wurden auch im Endeffekt dann Zweiter. Und das war jetzt ein richtig guter Abschluss nochmal für die Dressurpferde Ls. Und nächstes Jahr geht es ja dann wahrscheinlich in die Ems. Und morgen geht es nochmal in unsere Dressurreiter-L. Und dann ist diese Saison auch schon vorbei. Also wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt gehen wir essen! Wir sind jetzt zum meinem dritten und letzten Tag sozusagen hier im Stall. Morgen ist jetzt zwar auch noch Turniertag, aber da habe ich keine Prüfung. Und heute ist Dressurreiter-L dran, also meine letzte Prüfung dieses Jahr und diese Saison. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Der Daily wird gerade fertig gemacht. Ich ziehe mich jetzt fertig an und dann gehen wir abreiten. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm by your way. Church, I'm yin and yang, yang, you're my yin, I'm your ass, and no one is right, or this world is so blind, feel no doubts in your eyes, you said always, and we run in always, and we run and dance. I'm a warrior.
an Gastgeber verleihen und Miriam Schwester mit Dodi Brüsche und der Wertnote 7,6. Ich habe schon wieder vergessen zu filmen, deshalb bekommt ihr mein Resümee jetzt. Also gestern bin ich ja noch die Tussurreiter L, kannst vielleicht mal nicht so rascheln hier. Bin ich ja noch die Tussurreiter L geritten und ja, wir haben ein paar kleine Fehler gehabt, aber an sich war es eigentlich eine ordentliche Runde und haben dann eine 7,6 bekommen, mit der wir eigentlich auch recht zufrieden sind und wurden damit Zweiter. Also würde ich sagen, es war eigentlich der optimale Abschluss nochmal für dieses Turnierjahr. Und ja, nochmal zwei schöne zweite Plätze in L-Dressuren. Ich glaube, damit können wir sehr happy sein. Der Daily hat insgesamt 14 Platzierungen und 4 Siege im L-Bereich dieses Jahr gehabt. Ich glaube, damit können wir sehr zufrieden sein dafür, dass er erst 6 ist. Also ich hätte mir das nicht so erträumen können. Wir sind ganz zufrieden mit unserem Heimturnier und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.